Letztens habe ich mal gegoogelt, wie klimaschädlich eigentlich googeln ist. Und was zum... Um eine Sekunde Google wieder auszugleichen, braucht es laut diesem Artikel 23 Bäume. 23. Also nicht, wenn du jetzt eine Sekunde googelst, sondern eine Sekunde Betrieb von Google mit all seinen Servern weltweit. Das sind über 725 Millionen Bäume pro Jahr. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2015. Inwieweit sie noch aktuell sind, klären wir gleich. Mich hat das aber nachdenklich gemacht. Ich versuche schon, nachhaltiger zu leben, aber das geht sicherlich noch besser. Ich habe nach einfachen Möglichkeiten gesucht, mehr Nachhaltigkeit in meinen Alltag zu bringen. Und dabei ein paar Apps gefunden, die genau das versprechen. Darunter ist auch eine Alternative zu Google. In diesem Video teste ich diese Apps. Aber so viel vorweg, dabei gab es auch harte Enttäuschungen. Ist zwar super gute Idee, aber Umsetzung, ja, nee. Ist nicht so cool. Andere Apps haben in meinem Test aber auch sehr gut abgeschnitten. Meinen absoluten Favoriten verrate ich euch am Ende. Also, schließt alle anderen Apps und abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt geht's los. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Auch bei mir. Ich ernähre mich zum Beispiel vegetarisch, versuche, wenn es geht, auf Plastik zu verzichten und regional einzukaufen. Klamotten kaufe ich meistens secondhand und fahre mit Bus und Bahn. Alles schön und gut, aber da ist noch Luft nach oben. Genau dafür habe ich diese 8 Apps aus den Bereichen Shopping, Essen und Arbeit gefunden. Sie sollen mir helfen. Alle Apps findet ihr im Google Play und Apple App Store. Ich habe die Apps in den letzten 2 Wochen getestet, also wundert euch nicht, dass sich meine Frisur während des Tests ändert. Fast Fashion ist super schlecht für die Umwelt. Nicht nur wegen des gigantischen CO2-Ausstoßes der Branche, auch durch die giftigen Chemikalien, die oft zum Einsatz kommen, oder durch enorme Ressourcenverschwendung. Von der Ökobilanz ist Fast Fashion sogar schlimmer als Kreuzfahrten und alle internationalen Flüge zusammen. Tatsächlich entstehen rund 5% der weltweiten CO2-Emissionen durch die Modeindustrie. Dabei gibt es inzwischen so viele Alternativen zu Fast Fashion. Auf Apps wie eBay oder Spock können Privatpersonen ihre getragene oder ungetragene Kleidung verkaufen. Auch auf Vinted ist das möglich. Ich starte meinen Test mit dieser App. Ich habe Vinted in der Vergangenheit schon mehrmals benutzt, als die App noch einen anderen Namen hatte. Ich habe dort mehrere Dinge gekauft, bis ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Da habe ich das Geld für einen Top ohne Käuferschutz überwiesen und den Artikel nie bekommen. Es war nicht viel Geld, aber das war dann weg. Ich fand die App damals eigentlich schon ziemlich gut, deshalb probieren wir zwei es einfach nochmal. Aber dieses Mal werde ich meine Klamotten direkt über die App bezahlen. Dann bin ich nämlich durch den Käuferschutz abgesichert und bekomme mein Geld zurück, wenn der Artikel nicht bei mir ankommt. Ich war auf der Suche nach einem neuen Pullover. Nach ca. 30 Minuten habe ich 2 Oberteile bei einer Verkäuferin gefunden, die mir sehr gefallen. Beide habe ich dann zu einem ermäßigten Preis bekommen und einmal Versand gespart. Gut für meinen Geldbeutel und die Umwelt. Apropos Versand, der hat 7 Tage gedauert, also etwas länger als in einem Online-Shop. Das ging in der Vergangenheit aber auch schon mal deutlich schneller. Dankeschön. So, das ist der Pullover, den ich bei Vinted bestellt habe. Und ich finde auch, dass er sehr gut aussieht. Er passt. Er hat, wie aber auch in der Beschreibung stand, hier so ein bisschen Verfärbung. Aber ich bin alles in allem auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Pullover und ich mag ihn. Und das ist das zweite Teil des Longsleeve. Und auch der passt und er sieht sehr gut aus. Die Qualität ist super. Ich glaube nicht, dass er besonders oft getragen wurde. Hier ist nichts dran. Ich bin zufrieden. Geld sparen und nachhaltig sein. Vinted bleibt auf meinem Handy. Die nächste App auf meiner Liste heißt CodeCheck. Ich erkläre euch auf dem Weg in die Drogerie, was ihr mit der App machen könnt. Damit kann man gucken, ob in Sachen zum Beispiel Mikroplastik mit drin ist, ob das vegan ist oder tierversuchsfrei. Und ich probiere das mal aus, wie gut das funktioniert, wenn ich meine Standardsachen kaufe und wie meine Standardsachen überhaupt so aussehen. Oder ob ich mich vielleicht für was anderes entscheide. 30 Minuten später. So, ich bin gerade auf dem Heimweg von der Drogerie und habe da auch alles bekommen, was ich bekommen wollte. Und alles, was ich sonst standardmäßig so gekauft hätte, hat auch
ist gar nicht so schlimm, wie ich das vermutet hätte. Ich bin begeistert. Ich finde das cool mit der App und das war auch super easy. Es hat super schnell immer funktioniert und man konnte dann direkt gucken, was da drin ist, was auch für Allergien oder so super praktisch ist. Ich habe die App danach noch ein paar Mal benutzt und das möchte ich noch ergänzen. Was ich sehr interessant fand, ich wollte mir eigentlich noch einen Nagellack kaufen, weil ich gerne Nagellack trage, und habe aber ein paar Nagellacke ausprobiert und die sind ganz schön bedenklich gewesen und da war sehr viel blödes Zeug drin und dann habe ich mich doch dagegen entschieden. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass Nagellack so schlecht ist. Das heißt nicht, dass ich mir jetzt nie wieder Nagellack kaufe, aber das bedeutet, dass halt mein Bewusstsein dadurch ein bisschen besser gestärkt wurde. Was ich auch noch ein bisschen schade fand, manche Sachen gibt es tatsächlich nicht, aber man kann das in der App auch angeben und quasi schreiben, so hey, das ist das und das Produkt, das gibt's noch nicht. Das finde ich ziemlich cool. Also die App CodeCheck wird tatsächlich auf meinem Handy bleiben. Alternative Apps zu CodeCheck sind übrigens ToxFox oder Yuka. Die Kategorie Shopping lief also schon mal super. Die nächste Kategorie heißt Essen. Da lief nicht alles so glatt. Bei meinem Test war, zumindest in meinen Augen, eine absolute Fail-App dabei. 4 Apps zum Thema Essen habe ich getestet. Grünzeit, Too Good To Go, Uxa Food Sharing und Zu Gut Für Die Tonne. Dieser Test kam zur richtigen Zeit, denn unser Kühlschrank war leer. Als erstes habe ich die App Grünzeit getestet. Das ist ein Saisonkalender der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Mit der App seht ihr, welches Obst und Gemüse gerade in Deutschland Saison hat. Wenn ihr euch für dieses Obst und Gemüse entscheidet, könnt ihr meistens viel CO2 sparen. Ob ein Apfel dann auch wirklich einen kurzen Weg zurückgelegt hat, erkennt ihr an verschiedenen Kennzeichnungen auf den Produkten oder einem Schild daneben. So, ich bin quasi auf dem Weg zum Einkaufen und versuche mal zu gucken, wie viele saisonale Gemüsesorten ich denn bekomme. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall Feldsalat zu bekommen, da habe ich nämlich sehr Lust drauf. Außerdem brauche ich noch Äpfel und Birnen. Und ich wollte mal gucken, was ich vielleicht sonst noch von der Liste aus Grünzeit alles so bekomme und werde euch das dann gleich erzählen. Eine Stunde später. Das ist meine Ausbeute von heute und zwar habe ich bekommen, wie man hier schon sieht, Birnen, Äpfel, Porree bzw. Lauch, Rosenkohl und den Feldsalat. Den gibt's jetzt auch gleich. Ich finde die App wirklich cool, vor allem, weil sie übersichtlich ist. Sie wird also erstmal auf meinem Handy bleiben. Weiter geht's mit Too Good To Go. Die App ist nicht neu für mich. Ich habe sie in Aachen schon öfters benutzt. In Braunschweig, wo ich jetzt lebe, aber noch nicht. Vergangenheits-Anne, was ist das für eine App? Ich bin gerade auf dem Weg, um mir mein Abendessen zu holen. Und zwar habe ich was bei Too Good To Go geschossen. Too Good To Go ist eine App, mit der man Lebensmittel retten kann. Und zwar kann man da bei Supermärkten, Restaurants, Bäckereien und so weiter abends, kurz bevor sie schließen, die Sachen holen, die sie normalerweise wegschmeißen würden. Die bekommt man dann für die Hälfte, teilweise auch ein Drittel von dem Preis, den man sonst dafür zahlen würde. Ein kleines Manko gibt es aber, man weiß nicht so ganz genau, was man bekommt. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich Wraps bekomme. Ich hoffe mal, dass sie Veggie sind. Ich werde euch dann gleich erzählen und zeigen, was ich bekommen habe. Eine Stunde später. Ich bin wieder zu Hause und habe meine Portion von Too Good To Go abgeholt. Ich dachte ja eigentlich, es würden Wraps werden oder ein Wrap oder so, aber die waren tatsächlich ausverkauft. Ich habe trotzdem was bekommen und zwar gibt es da auch Salate. Und ich durfte mir meinen Salat von allen Resten sogar selbst zusammenstellen, was ich ziemlich cool fand. Und den zeige ich euch jetzt. Das ist mein Salat. Und zwar mit normalem grünen Salat. Dann Edamame. Ich habe noch Falafel und Räuchertofu mit drin. Und Avocado, Feta und Erdnüsse. Und das alles mit einer Erdnusssoße. Guten Appetit! Ich bin immer noch sehr begeistert von der App. Für den Salat habe ich übrigens nur 2,95 bezahlt. Der hätte sonst 7 Euro gekostet. Und er war super lecker. Laut dem Unternehmen wurden schon über 12 Millionen Portionen an Lebensmitteln vor dem Müll gerettet. Too Good To Go bleibt auf meinem Handy. Die nächste App soll auch Lebensmittel vor dem Müll bewahren. Sie heißt Uxa Food Sharing. Ihr könnt mit dieser App Lebensmittel verschenken, die ihr nicht mehr esst. Oder halt von anderen Leuten kostenlos Lebensmittel abholen.
Ich habe für diesen Test selbst etwas in die App gestellt. Ich habe etwas gefunden, was ich gerne über Uxa Foodsharing verschenken würde, weil ich das wahrscheinlich sowieso nicht esse. Also ich würde es vielleicht essen, aber habe ich eigentlich nicht so Lust drauf, weil die Zeit schon ein bisschen vorbei ist. Und zwar ist das Lebkuchen. Und deswegen stelle ich das jetzt mal in die App und ich hoffe, dass jemand kommt und sich das abholt. Das Angebot und die Nachfrage sind auf Uxa Foodsharing nicht so groß. Das hat in meinem Test zu Problemen geführt. Ich habe gerade festgestellt, dass es nur ein einziges Angebot hier in Braunschweig gibt. Das ist 2 Kilometer von mir entfernt und das ist auch Lebkuchen. Was vielleicht nicht ganz so praktisch ist. Mal sehen, ob sich jemand meldet. Vielleicht können wir ja einfach Lebkuchen tauschen. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht. Mein Lebkuchen stand jetzt länger als 2 Wochen auf Uxa und niemand wollte ihn. Auch der andere Lebkuchen ist noch drin. Die App wird von meinem Handy verschwinden. Die Idee ist gut, aber so wie die App jetzt ist, ergibt sie für mich keinen Sinn. Vielleicht funktioniert sie in größeren Städten besser. Lebkuchen, anyone? Ja, ich würde es nehmen. In die Kategorie Idee gut, aber Umsetzung mehr als schlecht, fällt in meinen Augen auch die nächste App. Die hat mich wirklich sehr aufgeregt. Aber was ist das eigentlich für eine App? Ich habe eine coole App. Eigentlich. Und zwar die App Zu gut für die Tonne. Die ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und eigentlich ist die Idee super toll. Und zwar, man kann 1, 2 oder 3 Lebensmittel eintragen, die man zu Hause hat und die man nicht wegwerfen möchte. Und dann werden einem Rezepte vorgeschlagen, um diese Lebensmittel zu verwenden. Super coole Idee. Ich habe vor ein paar Tagen schon einmal versucht, weil ich Süßkartoffeln zu Hause hatte, etwas mit Süßkartoffeln da einzutragen. Es gibt aber keine Süßkartoffeln in der App. Es gibt Gemüse. Was aber auch sehr unpraktisch bei der App ist, man kann nicht angeben, dass man vegetarisch lebt und manchmal erkennt man das auch an dem Rezept nicht. Und dann sind da plötzlich 300 Gramm Hackfleisch drin. Und das nervt mich. Die App Zu gut für die Tonne. Ist zwar super gute Idee, aber Umsetzung, ja, nee, ist nicht so cool. Am Ende habe ich doch noch ein Rezept gefunden. Das habe ich etwas abgewandelt, weil ich nicht alles davon zu Hause hatte. Ich habe Kartoffeln durch Nudeln ersetzt und zusammen mit Rosenkohl und Tomaten überbacken. Also ein improvisierter Auflauf. Der Klassiker unter den Resterezepten. Also darauf wäre ich wohl auch ohne App gekommen. Ich glaube, dass sie für Menschen, die nicht so kreativ sind, beim Kochen vielleicht auch helfen kann. Und ich sehe in der App auf jeden Fall auch Potenzial, wenn man zum Beispiel angeben kann, dass man vegetarisch oder vegan lebt. Also ich glaube, sie wird von meinem Handy relativ schnell wieder verschwinden. Also inzwischen ist die App schon wieder weg und ich bin froh darüber. Diese App hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Ich fand die Idee so toll, weshalb meine Erwartungen auch hoch waren. Und dann wurde ich so krass enttäuscht. Das hier geht ans Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Ihr hattet eine echt super gute Idee. Aber die Umsetzung? Einfach nein. Nehmt das Projekt nochmal in die Hand und arbeitet einfach alle Kommentare, die man im Play Store findet, ein. Die sagen nämlich ziemlich genau das Gleiche wie ich. Dann lade ich mir die App vielleicht nochmal runter. Kommen wir zur letzten Station. Arbeiten. Beziehungsweise in meinem Fall Bachelorarbeit. Ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit. Heute gibt es aber einen kleinen Unterschied zu sonst. Und zwar benutze ich sonst als Suchmaschine Google. Heute werde ich aber mal Ecosia benutzen. Ecosia habe ich schon mal benutzt, habe das aber als nicht so praktisch empfunden für wissenschaftliche Arbeit. Das will ich aber heute noch mal genauer wissen. Deswegen benutze ich heute den ganzen Tag Ecosia als meine Suchmaschine. Mit den Einnahmen des Unternehmens werden unter anderem Bäume gepflanzt. Über 5 Millionen wurden so schon finanziert, sagt Ecosia. Es ist etwas später und ich habe heute den ganzen Tag Ecosia als meine Suchmaschine genutzt und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe alles gefunden, was ich gesucht habe.
Deswegen gibt es von mir für Ecosia einen Daumen nach oben. Ich glaube aber, dass wenn ich zu spezielle Sachen gesucht hätte, zum Beispiel ein ganz besonderes Paper oder eine andere wissenschaftliche Veröffentlichung oder sowas, dass das bei Ecosia ein bisschen schwieriger gewesen wäre als zum Beispiel bei Google Scholar. Apropos Google, was hat es nun mit den 23 Bäumen auf sich, die es pro Sekunde angeblich bräuchte, um die CO2-Emissionen auszugleichen? Die Rechnung ist von 2015. Damals liefen die Serverfarmen des Unternehmens noch mit der Energie aus fossilen Brennstoffen. Seit einigen Jahren bezieht Google aber laut eigener Aussage seinen Strom zu großen Teilen aus erneuerbaren Energien. Die Berechnungen stimmen demnach so nicht mehr. Wenn wir Google Glauben schenken, bräuchte es jetzt also deutlich weniger Bäume, um ihre CO2-Emissionen auszugleichen. Wäre das also geklärt? Kommen wir zu meinem Favoriten der nachhaltigen Apps. Mit dieser App könnt ihr auch echte Bäume pflanzen. Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch und arbeite für meine Bachelorarbeit. Und ich möchte euch mal eine App vorstellen, die ich tatsächlich nicht erst für diesen Versuch, sondern schon seit ein paar Jahren benutze. Und zwar immer, wenn ich lerne oder am Schreibtisch arbeiten muss. Mich also konzentrieren möchte. Das ist die App Forest. Die App Forest ist nämlich dazu da, um Bäumchen zu pflanzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann in der App einstellen, wie viel Zeit man sich konzentrieren möchte. In der Zeit, in der man quasi startet und diese Zeit, die man vorher eingestellt hat, abarbeitet, in der kann man nicht die App verlassen. Beziehungsweise man kann die App schon verlassen, aber dann stirbt das Bäumchen, was währenddessen gepflanzt wird. Das ist sehr schade. Wenn man die Zeit dann geschafft hat, dann ist das Bäumchen gewachsen und man bekommt eine bestimmte Anzahl von Punkten dafür. Man kann diese Punkte auch dafür benutzen, um einen echten Wald zu pflanzen, beziehungsweise einen echten Baum. Kleiner Minuspunkt an Forest, die App kostet was. Im App Store 3,99 und im Play Store kostet die Pro-Version, mit der man echte Bäume pflanzen kann, 4,29 €. Ähnliche Apps, mit denen ihr aber nur digitale Bäume pflanzen könnt, sind Planty oder Focus Plant. Vinted, Codecheck, Grünzeit, Too Good To Go und Ecosia werde ich weiter benutzen. Forest ja sowieso. Zu gut für die Tonne und Uxa Food Sharing habe ich deinstalliert, weil sie für mich nicht funktioniert haben. Ich bin aber froh darüber, jetzt coole neue Apps zu haben, die mir dabei helfen, nachhaltiger zu leben und bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Habt ihr noch Tipps? Ich freue mich über eure Vorschläge. Was wir nicht vergessen dürfen, natürlich stoßen vor allem große Unternehmen auch einen Großteil des CO2s aus. Das haben wir nicht so wirklich in der Hand, aber trotzdem, mit unseren Kaufentscheidungen steuern wir das ja mit. Ihr wollt noch mehr Tests von mir sehen? In diesem Video habe ich euch beim Test von alternativen Verhütungsmethoden zur Pille mitgenommen. Und hier haben wir euch ein Video von Puls Reportage verlinkt. Die haben sich gefragt, wie umweltfreundlich sind unsere Haustiere eigentlich?